Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit mir und dem Kampfwolf. Hallo Kampfwolf. Hallo Proxy. Ich bin jetzt gerade hier dabei herauszufinden, wie das mit dem Färbesystem funktioniert. Da gibt es ja seit dem Update diese Flaschenform. Habe ich jetzt mal eine gebastelt. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Da ja diese Beschreibung in dem Spiel so formvollendet ist, man sieht ja überall die Hitpoints, die Voraussetzungen und vor allen Dingen auch, was wie zusammenhängt, diese tolle Technologiebaum. Optisch fantastisch aufbereitet. Ich werfe jetzt einfach mal diese Form hier rein. Nö. Wo werfe ich die rein? Das ist jetzt die Preisfrage. Ich habe jetzt hier Glas, ich habe jetzt diese Form. Muss ich die jetzt in die Schmelze reinwerfen? Behaupten. Anders würde keinen Sinn ergeben. Probieren wir noch mal. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Hier habe ich noch Kohle. Gut, dann testen wir mal. Irgendwie muss das ja funktionieren. Oh, eine Glasflasche steht in der Warteschlange und es funktioniert. Heißt das jetzt für jede Flasche eine Form? Das ist ja auch witzig, oder? Abwarten. Nee, heißt es nicht. Okay. Das wäre jetzt auch sehr sonderbar gewesen. Oh, das sieht ja mal sehr krass aus. Oder? Okay. Amüsant finde ich schon mal, dass in dem Warte-Queue nicht drinsteht, wie viele Flaschen er aus diesen 22 Glas. 3, okay. Pro Glasflasche 3. Nee, pro Glas sowas. Pro Glas. Okay, nee, 4 reicht erstmal. 4 Flaschen. Fein. Jo, wir haben ja noch die Käfer. Bisschen chaotisch bin ich jetzt gerade, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das jetzt gehen soll. Jetzt haben wir also diese Käfer und jetzt haben wir diese Glasflaschen. Wie kriegen wir jetzt den Käfer irgendwie zu Brei? Wahrscheinlich die Käfer und die Glasflasche in den Feuerschalenkessel legen. Werde ich jetzt mal machen. Irgendwie muss das ja funktionuckeln. Käfer, Glas. Nö, will er nicht. Vielleicht fehlt noch eine Zutat. Vielleicht musste noch Wasser. Pflanzenfaser dabei? Was? Noch Wasser? Vielleicht musste noch Wasser dazu kippen. Wasserbeutel noch mit reinlegen muss. Den Käfer ja quasi auflösen. Aber muss ich ja in irgendwas auflösen können, theoretisch. Okay, probieren wir mal. Nö. Das will er auch nicht. Also ich habe jetzt Pflanzenfaser, Käfer. Glasflasche? Oder vielleicht im Campfire. Probiere ich jetzt auch mal ab, ja. Na, irgendwie muss das ja gehen. Ja, man braucht diesen Topf. Es gibt ja noch diese Töpfe. Ah, gute Idee. Das könnte vielleicht in der Tat auch noch. Jo, weil hier geht auch nichts. Campfire geht auch nicht. Töpfe. Schauen wir doch mal. Haben wir noch ein paar Pünktchen? Er muss aber aufpassen, dass du nicht nur einen Deko-Topf nimmst, sondern den Topf, der wirklich... Also Eisentopf, Eisenpfanne? Wirklich, Also ich habe jetzt hier 3 Stück, das ist einmal Eisentopf, Mortarium und Eisenpfanne. Sonst gibt's ja keine Töpfe, ne, oder? Nö. Das ist der einzige Topf. Da brauche ich aber Stufe 40 für, ja? Die habe ich noch nicht. Dann müsstest du den basteln. Wenn ich noch Punkte frei hätte zum... Oder so, ja. ja, gut. Dann war jetzt das Projekt Färben gerade mal Interruptus. Boah, vielleicht. Vielleicht ist auch alles da und man weiß nur nicht wie. Ja, das könnte auch sein. Also ich lege jetzt einfach mal den ganzen kleinen Radatsch da hier in die mittlere Kiste rein. Müssen wir mal gucken. Irgendwie muss das ja gehen. Das auch. Ich hol mal wieder die Mold raus. Das ist ja schon mal ganz kreativ. Hm.
Jo. Glas. Wo haben wir nochmal Glas herbekommen? Als Fallen. Hm? Aus dem Kristall. Ah. Alle einschmelzen, du sagst, Glasplatten. Ah, okay. Ja gut, für den Kristall haben wir echt über 100. Ja, deswegen, ja, da hast du 50 oder 60 Glasplatten. Oh, 171 sogar. Okay. Also daran soll es jetzt nicht mangeln. Gut. Das ist quasi... Dann, müsste ich ja noch mal ein bisschen leveln. So von 31 bis 40 ist ja noch eine ganze Weile. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht was trinken. Wäre eine schöne Idee. Und mal was essen. Ja, also was ich bis jetzt, wie gesagt, rausgefunden habe, war, wenn ich jetzt dann hier draufklicke, dann haben wir ja da Färben und dann kommen wir hier rein. So, ist ja schon prima. Kein Färbemittel im Inventar. Dann müsste das also dorthin. Aber bis das soweit ist, dauert es an. Offensichtlich noch ein kleines Schrittchen zwischendurch. Also diese Käfer. Es ist natürlich die Frage, die anderen Pigmente, wo kriegt man die her, ne? Ich vermute mal, wenn der Käfer rot ist, wird es wahrscheinlich nachher Farbe rot. So die Vermutung. Aber man weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aus den Pflanzen zum Beispiel. Im Blumen, die könnten sich zum Beispiel auch als Farbe eignen. Okay. Da müssen wir mal gucken. Jetzt werde ich nochmal... Stimmt, da war ja noch ein kleines Update fällig. Ich, beziehungsweise wir hatten ja das Problem, dass wir die Treppen nicht setzen konnten. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank nach dem neuen Update wieder eingerenkt. Das funktioniert wieder. Hab auch gleich schon mal ein neues, eine neue Etage dazu geklatscht. Das hat funktioniert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, sage ich jetzt mal rein optisch. Man hat ja nicht wirklich ein Höhenmesser oder sowas bei. Aber so vom Augenmaß, jetzt mal gleich bin ich oben. Könnt da gucken. Sieht es aus, als wenn ich jetzt oberhalb der Grenzpfeiler wäre. So, jetzt sind wir hier oben. Also man bräuchte da tatsächlich noch so eine Erfindung Fahrstuhl. Das wäre nicht schlecht. So ein Rezept Fahrstuhl. So ja. Mit Seilwinde und so, Seilzug, Gegengewichten, weiß der Geier was. Irgendwas, was der Zeit entspricht, aber soll ja nicht unmöglich gewesen sein. Oh. Also wenn ich es richtig sehe, je höher ich komme, desto nebliger wird's. Dann sieht man hier gar nichts mehr auf Entfernung. Das ist natürlich nicht so schön. Die ganze Aussicht ist dann futsch. Ja, das ist dann dumm gelaufen. Ach, vielleicht liegt es auch einfach nur am Wetter, weil das könnte auch sein. Generell gerade etwas diesig. Moment mal, was ist denn das da hinten für ein Berg? Auf dem... Ja, ich muss mal noch was dazu bauen. Ich habe hier keine Ressourcen mehr. Muss ich gerade neu formen und craften. Sogar die Kiste ist leer. Fast leer. Holz habe ich schon mal hier auf Reserve, zwei, obwohl ich könnte noch hier den Boden einziehen. Da hätten wir zumindest mal... Also so neblig kam mir das bis jetzt nicht vor. Haben die auch irgendwas an den Aussichten geändert, an dem Fernguck-System oder so? Achtet man auch nicht so wahnsinnig drauf. Ich mach das jetzt einfach mal so. Etwas, ja. Selbst hier unten auf dem Boden. Ah, okay. Nee, das ist okay. Ich habe jetzt nur, ich war nicht ganz on the top. Ich sehe jetzt hier auf kurze Distanz ist es okay. Das war nur wegen der Weitsicht. Die geht dann irgendwie flöten, je höher man kommt, logischerweise. Wegen dem Radius, Sichtradius. Wahrscheinlich mit der Grafikeinstellung. Ja, nee, es ist abhängig von der Höhe. Also ich komme jetzt quasi, je höher ich komme, ist eigentlich bei 7 Days total. Je höher ich komme, desto... Diesiger wird das alles unten, weil ja die Entfernung zunimmt. Also okay. passt schon. Ist halt nur ein bisschen schwierig, weil, aber, ja. Nö, also auf der Seite her bin ich jetzt, wie es aussieht, der höchste Punkt. Also ich bin über dem
Turm da auf diesem riesen Felsen. Ja. Richtung Westen. Müsste ich jetzt gleich nochmal Material craften, wie gesagt, zum Hochbauen hier. Dann gucken wir mal, wie weit es in die andere Richtung geht. Aber wir wollen ja im Prinzip nicht nur höher als die Grenztürme sein, weil das ursprüngliche Ziel, was ich festgesteckt habe, war ja eigentlich so hoch, wie es geht. Also, sammeln, craften, hochbauen. On the fly. In the loop. Aber es wird echt nervig, da jedes Mal den Weg runter und rauf zu latschen. Das ist in der Tat sehr zeitraubend. Was willst du machen? Ja, Fahrstuhl gibt's nicht, wie gesagt. Das wäre jetzt echt so eine Innovation. Flaschenzug sollte ja, glaube ich, damals schon bekannt gewesen sein. Zumindest mal so ein Handaufzug, wo man dann Gewichte dranhängen kann oder so. Und sowas in der Richtung müsste es eigentlich geben können zu der Zeit, sag ich mal. Na gut. Da haben wir noch Holz. Das musst du halt unten 100 Wände zusammenbauen, in die dann hochschleppen. Ja, das wäre natürlich die Alternative. Das werde ich auch wahrscheinlich machen. Dass man Stack Wände. Dann hat man zumindest mal etwas mehr Material zum Hochschleppen, weil man ja das Gewicht spart. Aber so ganz optimal ist es nicht. Dann machen wir jetzt mal 11. Währenddessen gehe ich noch ein bisschen Stein hauen, weil es wird schon wieder Nachmittag. Ja. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also wie man sieht, hier so schön in die Wolken rein, das wird schon mal eine gewisse Höhe. Mir fehlt in der Tat noch so ein Höhenmesser, ne? Wo man mal sieht, wie hoch, oder Blocks, je nachdem. Ist ja quasi in Blocks unterteilt, dass man dann nur sehen würde, wie hoch das ist. Treppen zählen. Muss halt die Treppen zählen beim Hochlaufen. Ja, das wäre, glaube ich, auch noch so eine Tagesaufgabe zum Langweilen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also ich habe keinen Überblick mehr. Ich müsste jetzt hier von Hand zu Fuß, aber das ist, wird ein bisschen schwierig. Läufst oder runterläufst, kannst also du halt mal... Ich hatte, glaube ich, ab den Sandsteinmauern hatte ich immer 4 Blöcke Wände hoch als eine Etage. Unten habe ich, glaube ich, mit 2 angefangen oder mit 1 sogar. Mal gucken. So grob mitzählen. Ja, aber kriegst du auf jeden Fall einen Drehwurm, wenn du da... Ups, jetzt bin ich zu schwer. Da kriegst du auf jeden Fall einen Drehwurm. Also 21 herstellen, das sieht doch gut aus. Kannst ja auch einfach zwischen den Treppen durchspringen. Ja, also ich habe so gemacht, du kannst im Prinzip runterkommen, so auf jeden Fall deutlich schneller als rauf. Brauchst dich einfach nur so im Uhrzeigersinn zu drehen und immer wieder rumzuhopsen. Das geht relativ flott runter, aber rauf ist das Ätzende. Das ist in der Tat übel. Das ging schon wieder zu schwer, aber das macht nichts. Ja, 99 geht doch. Müsste ich noch ein paar Treppen auf Vorrat bauen. Ah, ich weiß nicht mal, wie viele Treppen ich pro Etage brauche. Ich glaube 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube 4. Ah ja, Blocks brauchst du. Ich glaube, es sind 4 Treppen. 10 um den Dreh, 10 Deckenplatten. Also schon ein bisschen Materialschlacht, aber ich glaube, mit Ziegel werden wir ganz gearscht. Und ein Schuss. Was, ja? Hat vom Server runtergeflogen. Echt jetzt? Okay. Ich noch nicht. Das wäre auch gerade sehr ungünstig, weil ich hier so auf dem Präsentierteller stehe. So. Jetzt haben wir hier aber ordentlich was gesammelt. Okay, 32 Wände ist ja schon mal nicht schlecht. Ich klatsche die jetzt mal hier in die Kiste.
Dann machen wir mal noch zwei Treppen. Und das Eisen klatschen wir noch hier rein. Da haben wir ja genug auf Reserve. Zumindest mal etwas. Ja, die könnten wir eigentlich... Jo. Die können wir schon weiter erreichen in der Produktionskette. Wie man sieht, haben wir schon ordentlich Stahl gebastelt. 255, das ist zumindest mal ordentlicher Lagerbestand zum Reparieren. Kohle bräuchte ich aber noch in der Tat. Das ist, ach, war ich gerade am Zusammensammeln. Da waren noch 100, okay, das müsste noch reichen. Ich habe ja immer ein bisschen auf Reserve, so ist ja nicht, ne? Die hau ich jetzt mal hier in die Schmelze rein und dann machen wir wieder Stahlproduktion. 300 Eisenbahnen, das dauert ein Weilchen, bis die weg sind, so ein paar Minuten. In der Zeit lege ich jetzt mal die Treppen nochmal da rein. Das Holz nochmal hier rein. Und das Holz nochmal hier rein. Und dann gehen wir nochmal Kohle klopfen. Hey, die bring ich jetzt mit. Wie viel hast du denn? Auch habe ich nicht sonderlich viel. 4500 oder was? Warte mal, 73. Ach so. Ja, ich bin ja gerade erst hochgekommen. Ja, macht ja nichts. Nee, nee. Die, was hier rumliegt, die drei Klopfer, Steinchen da, die nehme ich gerade noch mit. Das ist ja mittlerweile schon Routine. Nein, der hat mich an einer komplett anderen Stelle rausgeschmissen, als ich vom Server geflogen bin. Ach so. Komplett verschoben. Du warst jetzt schon hier, oder was? Ja, ich bin oben am oberen Ende von der Fläche. Ah. Aber ich stand auf der komplett anderen Bergseite. Auf der anderen Seite von dem Plateau. What? Wie geht das denn? Mach mich nicht. Ach, keine Ausdauer mehr, wie immer. Mach mal den Server, wie das geht. Wie krass, ey. Ach ja, man sieht aber schon auf eine gewisse Entfernung, aber ich hätte es ja gerne noch auf einer größeren Entfernung, dass man richtig schön den Himmelsturm sieht, so wie so ein Leuchtfeuer, Leuchtturm. Das wäre richtig geil gewesen. Aber ich vermute mal, aus performance-technischen Gründen wird der ausgeblendet. Ich weiß nicht, wie viel Entfernung das jetzt hier ist, aber ich glaube, so um die Ecke geht er nicht mehr. Ja, da oben sieht man schon Teile, wie die ausgeblendet werden. Das ist schade. Sonst hätte man könnten da so ein paar Feuerchen drumrum machen und den als Leuchtturm nehmen, ne? So orientierungsmäßig. Also bei mir wird jetzt hier oben schon, glaube ich, 3 oder 4 Etagen weggeblendet. Oberste Ende oder ein Teil von dem obersten Ende sieht man noch. Ja. Ja, aber es ist definitiv nicht so weit, wie ich gehofft habe. Aber naja. Vielleicht ändert sich das ja noch irgendwann im Laufe der Weiterentwicklung, dass da die Entfernung, die Sichtbarkeit verbessert wird. Wo stelle ich denn das überhaupt ein? Das war doch da bei Sichtweite, Mittel. Dann machen wir doch mal Ultra. Vielleicht liegt es einfach da dran. Ja, sag ich das. Auch Video ein. Müsste man aber nicht neu starten, oder? Das müsste eigentlich direkt übernehmen. Ja, vielleicht hängt es da dran. Mal schauen wir mal. Jetzt verteilen wir erstmal Kohle. Und ich glaube mal noch, ich bin ja noch nicht mal aufgefüllt. Dann machen wir jetzt mal ein paar Steine. Okay. Runterfallen könnte tödlich sein. Bitte was? Ich dachte, da runterfallen könnte tödlich sein. Ach so, da ja. Ja, es ist leicht anzunehmen, ja. Also ich habe es jetzt nicht mehr probiert seit dem Übergang Ziegel auf Sandstein. Den habe ich noch überlebt. Aber ich glaube, da oben hast du erstmal so 15 Sekunden Fallhöhe oder Dauer. Der Tempel auch verschwunden. Verschwunden? Ernsthaft jetzt? Ja, der stand da. Weil der war nämlich, als ich noch getestet habe, vorgestern, dann war er nur etwas erhöht, aber er stand auf jeden Fall noch da. Nicht weg. Ach du Scheiße, Tatsache, ey. Das ist blöd.
ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es war auf jeden Fall. Der war noch da. Er hat so ein bisschen geschwebt, so ungefähr so einen halben Block. Da noch 132 dickes. Halleluja. Jo, also ich habe mal geguckt, wenn ich fast komplett leer bin, nur mit dem Nötigsten bepackt, schaffe ich so um die 800 Steine im Rucksack. Jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Oh Wunder. So, jetzt legen wir mal. Was legen wir ab? Machen wir mal. So, passt. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal so ein bisschen was zum Hochbauen. Trinken nicht vergessen. Dann nehmen wir mal Holz und basteln dann mal noch ein paar Wände. Obwohl, nee, Foundations müsste ich auch noch basteln, stimmt. Machen wir mal 5. Kohle? 100 ist okay. Also ich hatte jetzt neulich ausprobiert, 3 Schmelzen für Eisen. Und 6 Stacks Eisenstein und einen Stack Kohle. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Muss ich sagen, ging sehr flott. Aber ich glaube, die Kohle drin müsste so langsam aber sicher, beziehungsweise Eisen. Ja, dauert noch. Passt aber. Haben wir gleich 200 Stahlbahnen. Ist ja schon mal was, ne? Oh, kann man mit Leben für anfangen. Aber hier haben wir noch keine Kohle. Da nehme ich mal das Holz raus und werfen wir noch mal den Feuerschalenkessel an. Da reparieren wir mal. Passt auch noch. Genau, Decken brauche ich noch ganz viele. Machen wir mal 14. Das müsste dann so für eine Etage auf jeden Fall reichen. Und dann machen wir hier mal noch das Türchen zu. Und dann rutschen wir mal wieder hoch. Das wird ein Fest. 32 Wände und schon bin ich überladen. Ich warte mal, bis er fertig ist hier. Könnte gerade so hinhauen. Jo, und während wir hier warten, sehe ich jetzt gerade, die Folge ist zu Ende. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.